Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2. Und ja, wir spielen den Einzelplayer, weil der Multiplayer immer noch nicht mit der Version 1.11 funktioniert. Und deswegen werden wir ganz geschwind mal ein bisschen den Einzelplayer spielen. Und heute habe ich ja hier in Dresden einiges vor. Und zwar möchte ich zum einen erstmal eine neue Firma gründen. Und dafür muss ich mir erstmal suchen. Ein ja, Firmengelände. Hier ist es erstmal nicht. Oh. Wir gucken mal auf die Map. Wo ist das hier in Dresden? Ich kann mir auf jeden Fall ein Firmengelände, glaube ich, hier kaufen. Ist es das hier? Oder ist es das? Ne, ich fahre erstmal hier wieder zurück. Dann werde ich mir mal einen neuen LKW kaufen. Ne, ich muss als erstes. Nee. Doch, ich muss als erstes ein, ui, jedenfalls ein Firmengelände kaufen, um ja mehr Platz zu haben. Und ich stehe sehr ungünstig. Der Bayerische muss weg. Was macht denn der hier? Leerfahren? Ja, Werbung auf dem LKW. Gut, wir fahren einfach mal. Gucken mal die nächste. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Langsam fahren, langsam. Ja, Maximus, ruhig bleiben. Ja, gab ja wieder hitzige Diskussionen, wie ich eingeparkt habe im letzten Video. Und mal sehen, ob ich das dieses Mal wieder so verkacke, wenn ich es denn überhaupt mache. So, hier ist Coca-Cola. Hier könnte ich mir einen nächsten Auftrag holen. Denn ich werde wahrscheinlich Richtung. Ja, Tschechoslowakei fahren nach Brunn, um ja weiter in den Süden zu kommen, weil ihr wisst ja, ich möchte ja gerne die neuen Städte mal anfahren. Das war ein Riesen-LKW da draußen. Da hinten steht ganz links der Anhänger, der führt nach Brunn. Was ist das hier? Ein Kennwort? Ja, sieht cool aus. So. Hier könnte ich übernachten. Das wollen wir nicht. Glück gehabt. Aber wir werden jetzt hier die Firma kaufen. Ja. Verdienen wohl ordentlich Geld, meine Leute, ne? Gut. Ja, möchten Sie diese Garage kaufen? Aber selbstverständlich. Und dann gucken wir uns das mal ganz geschwind nochmal an, wie ich da stehe. Ah, und trinke meinen Kaffee. Schön. Da werde ich mal in Dresden mal ein bisschen loslegen. Gut, gekauft. Das bedeutet, ich werde mir jetzt einen LKW holen. Dafür muss ich erstmal schauen, wo ich hier hin muss. Und schauen wir mal. Ja, wieder vergessen zu blinken. Sei es drum. So. Ich habe einen Retarder an, glaube. Der blinkt immer da. Unten. Alter, was machst du denn? Die war noch Meilen weg. Fahre. Ah, schöne LEDs hier. Ja, dann werde ich mir einen Scania holen, weil in Dresden gibt es nur Scania. Und dann werde ich die nächste Stadt mir auf jeden Fall den nächsten LKW holen. So, wo haben wir denn das? Hier. Aber das ist doch keine. Aber hier kann ich doch gar nicht. Ich muss mal gucken auf der Map. Also, ich befinde mich hier. Ist es das vielleicht? Jetzt muss ich mal schnell in Berlin gucken, wie das da nochmal aussieht. Um hier LKW zu kaufen. Das ist ja hier. Das ist meine Werkstatt und hier, so sieht es aus. Das Button. Komm her, Dresden, wo bist du? Hier ist es. Da. Also. Nächstes Mal links über die Kreuzung rüber.
Und dann sind wir da. Gut, fahren wir mal schnell. Um nicht so viel Zeit zu vergeulden. Aber so seht ihr, wir sind noch ein bisschen was von Dresden. Ja, ich weiß, ich soll wieder nach innen gehen. Da fühlt ihr euch alle wieder ein bisschen wohler. In meinen schönen Innenraum. Hier, meine Mutti habe ich mitgenommen. Graue Haare. Oh, Polizei, aufpassen. Oh, rüber, 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 rüber. So, hier kommen wir auch gleich rüber. Da ist Ganya. Gut, alles klar. Dann fahren wir mal hin und schauen uns mal an, was wir hier kaufen können an LKWs hier in Dresden. Wir werden uns dann ein bisschen was zusammenbasteln. Ich denke mal, den werden wir nehmen, oder? Verfügbar ab Level 20. Scheiße, ich bin noch kein Level 20. Den könnte ich sofort kaufen. Die fallen mir alle nicht so. Warte mal, wenn ich die jetzt nehme und Ausführungen ändern, dann werden wir mal erstmal eine andere Kabine nehmen. Ich will nur zwei Achser. Ja, also so hier. Das andere gefällt mir nicht so. Das könnte ich mal, wenn ich einen Schwerlasttransporter baue. Und ja, der hat mehr PS. Warum ist der jetzt besser? Der Motor. Verfügbar ab Level 18. Warum ist der Motor besser? Verbraucht er weniger? Der hat 500 PS, der hat nur 480. Ich lasse den Motor jetzt einfach mal drinne. Und wir werden hier das bessere Getriebe nehmen. Innenraum nehmen wir auch das Beste. Farbe. MMs, ist ja ganz lustig hier. Wir lassen den einfach mal jetzt so blau, weil wir werden auf jeden Fall. Ach Scheiße, ich wollte doch gar nicht das. Ich wollte auch den nehmen. Weil wir werden erstmal hier so eine Seitenwand dran machen. Die meisten LKWs fahren ja so rum, weil ja, so viel Gewicht kommt da jetzt auch nicht hinten drauf. Verteilt sich ja alles. Und des Weiteren muss ich ja auch sagen, sieht es so besser aus und umso weniger Reifen, umso weniger nutzen sich die Reifen ab, ne? So, Chromgriffe. Hier natürlich das beste Riffelblech. Die besten Spiegel. Ach nee, so ein Spiegel möchte ich nicht. Was nehmen wir jetzt? Oh, gleich in Wagenfarbe. Das gefällt mir ganz gut. Nee. Wir nehmen das hier, da haben wir ein bisschen mehr Licht. Gefällt mir. So. Einen ollen Grill ranbauen. Wenn ich den ranbaue, habe ich mehr Punkte. Aber ich nehme das hier, da habe ich mehr Punkte, die ich da ranbauen kann. Ein bisschen LEDs ran. Ich würde mal sagen, wir bauen hier ein paar LEDs ran. Und zwar machen wir ganz normal hier. Gucken wir mal, wie das aussieht, ne? Hier noch ein Licht, da noch ein Licht und jetzt hier noch eins und da noch eins. Wir machen mal Licht an und gucken uns den Wagen mal an, wie er denn aussieht. Ja, doll ist nicht, ne? Doll ist nicht, Maximus, was du gebaut hast. Ja, gut. Lassen wir es einfach mal und gucken mal, was wir hier oben noch anbauen können. Und eine olle Tut drauf. Ah nee, weißes Licht wäre wohl viel günstiger, ne? Ich habe hier eine Antenne. Nee, ich lasse es so. Ich werde hier weißes Licht dran machen. Das auf jeden Fall besser als hier dieses übertriebene Blaue. Wir wollen ja nicht, dass das Auto zu sehr auffällt, wenn die Volkspolizei kommt. So, zack. Hier weg.
Hier weg, hier weg und das auch nochmal weg. Und dann machen wir mal nicht ganz so viel. Das ist alles zu übertrieben. So, was können wir hier noch anbauen? Das ist es schon. Und hier unten Enttöpfe. Oh, schön. Da werden wir auf jeden Fall mal ein ordentliches Rohr ranklatschen. Ah, das sieht man gar nicht. Ach so, dann müsste ich das wegmachen. Nee, das mache ich weg. Nee, brauchen wir nicht. So, Nummernschild. Nee, gefällt mir nicht. Ich mache einfach hier diese Leiste ran. Die untere, die sieht ganz nice aus. So, gucken wir uns nochmal an, wie es im Lichtschein auswirkt. Ja. Geht schon, ne? Oh, hier habe ich jetzt einen Endtop dran. Warum ist denn jetzt auf immer dran? Könnte auch so eine Leiste, ist aber zu tief, ja. Also das ist normales Endrohr oder eins mit richtig Krabum. Nee, das sieht alles zu übertrieben aus. Der soll halbwegs normal bleiben. Nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Also es ist mir doch zu übertrieben. So, was können wir hier oben? Hier können wir bestimmt noch so eine Tute ranbauen. Nee, das würde ich auch nicht. Und dann machen wir hier noch ein paar Lichter und dann sollte es gewesen sein. Nee, hier mache ich so eine großen Scheinwerfer. Ach herrlich, ey. Ich mache so einen Rotz hier. So ein Rumgespiele. Hier noch eine Lampe und dann ist gut. Gut, gucken wir uns hier nochmal an. Ja, lassen wir so. Gut. Haben wir hier drinnen noch irgendwas zu bauen? Sieht natürlich nicht mehr so zeitgemäß aus. Das Navigationssystem sieht aus wie bei mir im Auto. Naja, ist ja auch klar, ist ja alles VW. Gut, dann Warenkorb und dann bestätigen. Und dann habe ich hier meinen Wagen und dann sage ich einfach mal kaufen. Und sage Dresden. Nee, ich will den haben. Wie denn sehen den Platz aus? Dresden. Gut. Alles klar. Da ist er. Mein neues Fahrzeug. Ach. 500 PS. Und dann geht's los. Meine Fresse, jetzt habe ich aber auch viel Zeit verbraucht. Aber ihr wollt ja ein bisschen was sehen. Gut, jetzt Schluss aus vorbei. Warum kann ich das nicht überspringen hier? Der hat den Tankdeckel da vorne. Also hier vorne ist so ein Loch bei der Stufe. Egal. Hier ist er. Dann werden wir noch mal schnell. Was ist denn hier los? Und die Werkstatt aufsuchen. Oh, der hört sich schon ein bisschen anders an, ne? So ein leichtes Klappergeräusch. Oh ja. Ich wollte eigentlich den neuen DAF haben, weil ich muss sagen, den sehe ich jetzt auch ziemlich oft auf der Autobahn. Und da muss ich wirklich sagen, gefällt mir richtig gut. Also manchmal denke ich, der sieht besser aus wie der Volvo. Der neue DAF. So, jetzt hoffe ich, dass das Spiel nicht abkackt, weil ich eine andere Lackierung mache. Da war ja mal so eine Sache mit dem... Oh. Mit dem anderen Spiel. Oder mit dem anderen LKW. So, Ausrüstungsgegenstände. Zack. Gut. Wir könnten jetzt so einen Flip-Flop-Lack nehmen. Ja, oder was Vordefiniertes. Oh, schön. Wir haben Möglichkeiten ohne Ende. Oder sollte ich mal sowas Schlichtes nehmen? Halloween, Weihnachten, der schreiende Wolf. Ja, gibt es ja jetzt auch schon wieder so ein DLC mit irgendwelchen besonderen Viechern.
Durch den Mod, den ich hier drin habe, sind gewisse andere Sachen so verschoben. Der würde auch gehen. Aha. Gut. Nee. Ich würde sagen, ich nehme einfach so einen Fußball. Wobei ich ja so ein Fußballfreund bin. Dann würde ich einfach M&M's hier sowas nehmen. Als Grundlack nehmen wir so ein Rot. Dann würde ich hier so ein Schwarz. Und hier, warte mal, was ist, wenn ich sowas nehme hier? Nee, ein Weiß. Kann man das so nehmen? Würde euch das ausreichen? Ja, ich nehme jetzt einfach, bestell das. Und suche mir jetzt die nächste Fracht aus. Gucken wir uns hier nochmal an. Irgendwie kommt das nicht so rüber. Ja, ihr könnt ja unten in den Kommentaren mal reinmachen, welche Lackierung. Aber jetzt muss ich noch meinen anderen LKW. Oh, guck mal hier da hinten. Rot. mein LKW muss ich auf jeden Fall den anderen ein Garage, einen Arbeiter zuweisen. So. Und zwar Tabelle, bla bla bla. Ne, hier würde ich selber einsteigen. Fahrer. Arbeitsagentur. Gut, dann machen wir mal hier. Fahrer einstellen. Und. Ja, ist ja schwierig. Wollen wir den hier nehmen? Ist ja wirklich nicht besonders viel. Oder hier. Ja, alles bekannte Gesichter irgendwie. Oder einige. Viel ist da nicht übrig. Oh, David. Ey, David Hasselhoff. Ja, der ist ja wahrscheinlich immer ein bisschen angetrunken. Den werde ich jetzt einstellen. Hier. Und der soll den LKW fahren. Alles klar. Gut, dann sind wir ja schon mal hier. Und Frachtmarkt. Dann schauen wir uns mal an, welche Fracht wir uns denn nehmen, um so weit wie möglich in den Süden zu fahren. Und da bleibt uns wirklich nur das übrig. Dann machen wir mal hier das Navi aus hier. Blödsinn. Brauchen wir nicht. Da holen wir das einfach mal. Und holen uns die Fracht. Oh, der Innenraum sieht ja wirklich schrecklich aus. Also, nee, das macht mir ja irre. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren. Oh, der geht aber ab wie Schmitz' Katze. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren reinschreiben oder mal ein paar Links machen für den Scania. Dann würde ich mir da mal was runterladen. So, weiter geht's. Aber so leer fährt er sich gut. So, da vorne ist auf jeden Fall Coca-Cola. Oh, ich habe mal ein bisschen Kaffee. Was ist das für ein LKW? Aha. Jetzt habe ich die ganze Zeit Blinker gedrückt. Ein Kamas. Komm, komm, komm. Ja, mit der Maus und Tastatur, da hat man wirklich nicht so viel Feingefühl. Obwohl ich ja sowas habe. Feingefühl. Gut. Mir wurde ja von einer netten Dame gesagt, ich soll da ein bisschen langsamer fahren beim Einparken. Dann werde ich das einfach mal probieren. Man kann ja hier mal raufdrücken und dann fährt er hier automatisch, also im Standgas. Rückwärts. Da hat man auch bessere Möglichkeit, wieder zurückzulenken. Und es ist halt alles nicht so schnell. Aber ja, ich bin halt nicht so geduldig, ne? So, ankoppeln. Ach, herrlich. Ah, die Reifen sehen so ein bisschen. Ja, die Texturen sehen doof aus. Gut, gehen wir in die Innenansicht. Und fahren einfach mal. Gemütlich, ohne zu blinken, Richtung
Shanghai. Und ich mache mal schnell das Navi an, wie lange das dauert. 4 Stunden. Das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Ritt. Dann würde ich einfach sagen, dass ich hier an dieser Stelle, wenn ich aus Dresden rausfahre, falscher Knopf, eine Pause mache. Mit einem schönen Unfall. Mit den Worten, macht der Maximus einen Fisch. Wir hören uns gleich im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.